Herzlich willkommen zur nächsten Folge von. Was spielen wir hier eigentlich? Wo bist du schon wieder hin? Ich bin immer noch im Haus. In welchem? Im Haus. Ja. Das ist ein Haus hier, ja. Ja, okay, ein Haus. Ja. Da ist sie nicht. Dann hast du im falschen Haus geguckt. Ich habe gefragt, im Haus oder in dem anderen Ding. Das da hinten ist nicht das Haus, das ist das Lager. Es ist ein Haus. Hier ist nichts drin. Wo bist du? Erstmal schön in den Keller reinschwimmen, ne? Aha, hier bist du auch nicht. Hä, wo bist du denn? 10 Minuten später, Folge ist zu Ende. Ein Block gesetzt, aber immerhin sie gefunden. Hä, wo bist du denn? Bist du noch weiter hier unten, oder was? Hä, wo bist du denn? Haha. Du hast einen Fehler gemacht, hast dich bewegt. Das ist ein Namensschild gesehen. Nein. Doch. Bin ich mir sehr sicher, dass ich das gesehen habe. Weil ich so ein Schlitzohr bin, habe ich nichts gesagt. Nein, du bist ja... Ja, nein. Lass mal hier den Weg weiterbauen. Zu unserem japanischen Garten. Deinen japanischen Garten? Ein asiatischer Tempelgarten, wie auch immer. Das ist so gut. Nee, eigentlich nicht. Willst du Kartoffeln? Nee. Ich will Premium Plus. Aber das sagt ich ja schon. Genau, ich wollte doch einen Gommisch reinbauen. Warte mal, ich brauche mal hier Skull Gomme HD. So, Kopf von Gomme HD. Jetzt brauche ich wertvolle Blöcke. Ich nehme... Block. Ich habe hier extra noch so Zeug verwahrt. So diverse Erze als Erzform. Das ist doch mal was. Die nehme ich da jetzt und baue da jetzt einen Schrein drumherum. Das Ganze auf Bedrock draufstellen, damit es dann auch für immer stehen bleibt. Wo bist du? In einem Lagerhaus hier bei uns. Wir haben ein Lagerhaus? Ja, das Haus hier, das Riesenhose. Ich stelle es einfach Haus. Dann eben das Haus. Mich halt eben im Haus. So. Haus! Gib mir mal so einen Zaunpfosten hier. Voll Pfosten. Ja, wie auch immer. Wo stelle ich das jetzt am besten hin, wo es dann nicht im Weg steht? Holzpfosten. Ja, ich hab's verstanden, ich hab einen Holzkopf. Ich glaube, ich stelle das hier vorne hin. Hier vorne ist doch ein lustiger Platz dafür. Zack. Kopf von Gomme. Dann wird das hier mit edlem Material gepflastert. Okay, wo hast du es jetzt hingestellt und wie hässlich ist es? Es fängt gerade an, hässlich zu werden. Lass mich doch mal machen. Ja, wo? Ja, hier vorne, bei dem einen Leuchtfeuer, was noch nicht gemacht ist. Da, wo der Wald aufhört. Da. Ich brauch Smaragdblöcke, es muss teuer werden. Ja. Das ist der Kopf von... Ja, das ist der Kopf von dem Typen, dem hier alles gehört. Ich glaube, ihm fehlt die Hälfte des... Lächelns? Nee, das ist so ein verschmitztes Grinsen, ist das, glaube ich. Aber weißt du, es sieht so eher so aus, als würdest du ihn köpfen und aufhängen und keine Ahnung. Das mache ich, wenn mir kein Premium Plus gibt. Sieht aber jetzt schon so aus. Guck mal, wie das aussieht. Lass mich doch erstmal fertig machen hier. Mann, du zerreißt es direkt schon, bevor es überhaupt fertig ist. Ich habe doch hier eine Vision, wie das aussehen soll. Gut, der Diamantblock hier, der sollte vielleicht nicht dahin. Ich habe das Redstone-Erz angeschaltet. Cool. So, das ist der Opfertisch hier. Hier wird geopfert. Du Opfer. Ich habe dieses Muster ja jetzt komplett verkackt hier irgendwie. Nein. Ist egal, dann kommt da noch irgendwas anderes zwischen. Dann tauschen wir mal noch ein Erz. Was? Feuer? Wie Feuer? Feuer?
Ja, Feuer ist gut. Feuer ist immer gut. Hauptsache es brennt. Man hat ja lange gebraucht, um das zu checken. Ja, sorry. Ja, sorry, Dämonen. Bitte. Bitte. Jetzt wird's eklig. Voll was. Du bist gemein zu mir. Was ist daran eklig? Ich finde das eklig, wenn du so gemein zu mir bist. Ich mag das nicht. Vor allem so, ich mag das nicht. Voll Pech heul, gehabt. Heul. Oha! Richtig böse. Richtig böse. Nein. So, dann hier aber. Ich platziere mich jetzt richtig. Was? Wie, du platzierst dich richtig? Auf den Kopf drauf oder was? Ja. Ich hab mich richtig platziert. Wir müssen dann nur aufpassen, dass dann hier nicht der Rest anfängt zu brennen. Ah, warte, nee, Feiertick. Kettenreaktion. Feiertick war doch ausgeschaltet, wie war das, ne? Feuer. Okay, das sieht halt echt schon aus wie so eine Opfergabe, aber ist egal. Ich schreibe zwei Schilder dran, ich passt da. Dann weiß jeder, was gemeint ist. Sieht halt echt so aus, als ob ich den verbrennen möchte. Tja. Man könnte jetzt hinschreiben, Opfer schreien für Gomme oder ich werde Gomme Opfer meiner Milch. Ja, irgendwie. Ja. Gomme, HD, Opferschreien. Opferschreien, so. Gomme. Gib mir Premi Plus. Please. Wer fühlt sich da nicht angesprochen? Naja, es ist ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen? Ja, es ist ein bisschen zu much, ich weiß, aber ist doch voll lustig. Ich stell dir mal vor, der wird das halt sehen, denkst du so: Ach jo! Stell dir mal vor, wie traurig das wäre. Maybe, maybe not. Weißt du was? Ich verändere hier noch was. Was? Oh mein Gott, du hast ihn entköpft. Wo ist der Kopf hin? Ich hab ihn. Oh Gott, Glück zum Glück. Ich dachte, der verbrannt der Kopf. Warte. Nein! Oh Gott, Wolf, du hast dein Helm fast ins Feuer geschmissen. Ich esse Komm mal hier rüber und gib mir den zurück, den Kopf, bitte. Ja, mach erstmal ein Foto. Das kann ich innerhalb des Videos nachher raus screenshotten. Ich schlage dich mit Fleisch. Dankeschön. Jetzt gib mir den Kopf zurück, der muss fertig werden. Der muss da draufhängen. Okay. Kopf. Da kannst du schreiben, Gomme hat dich mit Fleisch geschlagen. Gomme schlägt mich mit Fleisch, deswegen verbrenne ich ihn und hänge ihn auf. Ganz schön breit halt gebaut. Ja, der hört sich so an, als ob der richtig Muckiman wäre. Finde ich. Manchmal hört er sich echt so an, wenn er ein Video hörst, dass der wie so ein richtiger Muckiman. Weil er der so richtig hart pumpen geht, dann so wop, wop, wop. Wobei es gab mal irgendein Video, was er mal hochgeladen hat, wo angeblich er zu sehen war. Und das war dann doch eher so Kategorie Lauch wie ich. Lauch wie ich mit Bassstimme. Ja, danke. Was? Tat, ja, so. Also ich habe keine Bassstimme, so. Wer hat das gesagt? Du, weil das gerade so ein Lauch mit Bassstimme und dann hört sich das an. Ich habe jetzt einfach nur geraten, wie es sich anhört, okay? Ja, passt, ich habe keine Bassstimme. Ich bin voll hell! Und du bist nicht so ganz Lauch. Bitte? Du bist eher Bein- und Armlauch. Bein- und Armlauch, okay, lass ich gelten. So, wir graben jetzt mal hier. Ah, fuck, hier ist ja alles Loch. Maus. Weil ich hier gerade das Graben, wo das Wasser dann durchfließen soll. Was? Mau? Wieso Mau? Erinnerst du dich an die letzte Folge? Ja, ich dachte, du hörtest den Kopf jetzt wieder an, deswegen dachte ich so Mau, aber... Nein, das ist zu Mau.
Das ist zu mau. Okay, das Wortspiel war jetzt gerade mal gar nicht mal schlecht. So, wir müssen überlegen, wer jetzt hier. Oh mein Gott, guck mal, es regnet! Ja, finde ich toll. Heute wurde der Regen angekündigt. Ja, kam irgendwie nicht. War doch sehr trocken draußen. Musste also gerade wieder gießen. Juhu. Haben wir Sand? Wir haben doch irgendwo Sand, ne? Wir haben immer Sand. Wir sind Sandmillionäre. Ja. So. Halleluja! So, jetzt muss ich hier irgendwie Sand reinkloppen. Dass das immer so. Soll ich schon Wassereimer füllen? Noch nicht. Wir müssen nämlich erstmal. Wobei wir brauchen eigentlich nur 3 Wassereimer dafür für das Ganze. Wie viel? 3, glaube ich, maximal. Wahrscheinlich kommen wir so mit 2. Ich hole 6. Wie auch immer, wir müssen halt oben anfangen, ne? Dann kannst du es halt vorlaufen lassen. Wenn das so klappt, wie ich mir das jetzt hier so vorgestellt habe, ne? Okay, na gucken wir, ob es klappt. Safe nicht. Wo soll ich hier anfangen? Noch gar nicht. Erstmal noch ein paar Löcher stopfen hier. Ich meine, auf der Seite, wo du schon die Löcher auch fast gestopft hast? Ja, das ist eben mit dem Fass, das ist das Problem. Die müssen exakt gestopfte sein, sonst klappt das nicht. So minutiös, dass sie immer wieder den Boden austauschen, dann halt die Seitenteile noch austauschen. Aber du kannst jetzt oben schon Wasser reinkippen, ja. Aber an welcher Stelle anfangen? Wo es runter geht? Nee, da, wo es mittig ist. Also, nee, hier oben an dem Zipfel. Naja, da wird es aber nicht nach unten laufen. Ach, komm schon! Wenn wir Glück haben, läuft es nach unten. Sonst machst du einfach eine Infinity Water Source und dann hast du über Wasser. Dann mach's auf die alte Muschel. Wehe, du änderst jetzt etwas. Er ändert etwas drauf. Gar nicht! Gar nicht! Du bist blöd. Gar nicht wahr. Doch. Ich bin voll lieb. Blöd. Gut, das gefällt mir jetzt irgendwie noch nicht so ganz, aber mal gucken. Ja. Guck mal, du kannst hier nicht mal richtig weg voll machen. Sorry. Wenn du schon meinen Part klasse, musst du es auch schon richtig machen. Wenn du schon meine Aufgaben machst, dann machst du sie wenigstens richtig. Ja. Sonst muss ich sie nochmal machen. Weil ich glaube, zumindest hier unten wird der Rand noch ausgetauscht, sonst finde ich das nicht schön. Ich finde das so. Sandboden ist geil. Dann diese Erde daneben. Das ist so. Nee. Nein. So, was sagt eigentlich die Uhr? Wir haben schon wieder 13 Minuten. Ist doch wunderbar, dass wir aufhören. Haben wir was geschafft und können die nächste Folge dann zu Ende bauen. Was? Ja, das hier. Da muss jetzt noch Gestrüpp dran. Ich hoffe, du hast genug Blumen im Lager. Ich brauche nur eine Schere. Schere? Eine Schere. Für Blumen? Für Gestrüpp. Ich meine aber Blumen. Du sagst das Gestrüpp. Blumen. Du sagtest Gestrüpp. Ich brauche aber auch Blumen. Du sagtest Gestrüpp, also Helm aus und Haare ab, ab. Ich hab so eine Krone wachsen. Ja. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin noch einen schönen Tag. Ich habe keinen Plan, wann das Video kommt, deswegen schönen Tag. Tschüss. Bye-bye.